Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Adventure im Adventure April. Annikas Odyssey heute, Land of the Taniwa, was auch immer das sein mag. Auf jeden Fall habe ich dieses Spiel laut Kongregate-Info-Gedönse, die ihr hier gerade am Rand nicht seht, zuletzt im Oktober 2008 gespielt. Das ist also mal so 5,5 Jahre her. Entsprechend habe ich auch überhaupt gar keinen Plan mehr, worum es geht. Aber hey, wir gucken einfach mal, was passiert. Oh. Okay. Ich schätze, wir sollen Wasser holen. Da stellen wir erstmal den Hasen ab. Ah, okay. Wir sind also aus einem Horrorfilm und können immer nur eine Sache gleichzeitig tragen. Das klingt vollkommen logisch. Falls ihr euch gerade fragt, so, hä, was erzählt der Mensch da? Vogel. Nein, ich... No. Das Häschen. Was für ein Arschvogel. Puh. Wie fröhlich sie trotzdem guckt. So, das mache ich jetzt die nächsten 20 Minuten. Nein, natürlich nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ihr müsst... bei Horrorfilmen mal darauf achten, also zumindest bei schlechten Horrorfilmen, dass die Guten in Häkchen halt, wenn sie gerade dem Killer oder den Killern irgendwie eine verpult haben, so mit ein bisschen Glück, irgendwie mit einem Schraubenschlüssel eine geklatscht haben oder so, erstens schlagen sie nicht noch ein zweites Mal drauf, um das Ganze dann quasi endgültig zu machen. Und zweitens, lassen Sie den Gegenstand, mit dem Sie gerade super Erfolg gehabt haben, immer fallen oder irgendwo liegen oder packen ihn irgendwo hin, wo Sie auf jeden Fall nicht mehr rankommen. Und ersetzen ihn dann durch ein anderes Item. Oder es ist auch so, hey Mensch, ich habe hier diesen Schraubenschlüssel in der Hand und hey, da vorne liegt eine Taschenlampe. Leg den Schraubenschlüssel weg, nimm dafür die Taschenlampe, geh weiter. So läuft das. Gucke ich den Baum mal in den Arsch und stelle fest, ist leer. Guck. Großartig. Haha. What the fuck? Da nochmal reinkrieche, passiert wahrscheinlich das gleiche nochmal, oder? Na, war ja klar. Aber wenigstens fällt er diesmal nicht runter. Okay, kleine Mistbratzen. Okay. Oh, na toll. Ich habe gedacht, das bringt's jetzt total, aber nein. Ja, ist ja gut. Tja, da muss ich wahrscheinlich doch erstmal wieder irgendwie. Kann ich denn zurück? Ich bin mir nicht sicher. Sieht nicht so aus. Ich kann mich ja auch nicht frei bewegen hier. Oder? Nee. So, jetzt gucke ich da rein. Dann kriegt der da hinterher. Damit kann ich aber noch nichts machen. Jetzt kann ich damit was machen. Hä? Wie sinnlos ist das denn? Haha. Jetzt aber zügig.
Ha, genatzt. Das war seltsam. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem, was auch immer es ist, sprechen möchte. Nein, das ist jetzt nicht ernsthaft eine Grinsekatze, oder? Yoda, was machst du hier? Na toll. Lass mich raten, darüber springen und schwimmen ist irgendwie beides raus. Dann kann ich die Liane hochklettern. Nein, aber ich kann daran ziehen und dann passiert nichts. Hier dran ziehen. Raschelt es im Gebüsch. Hier dran ziehen. Sitzt die Katze jetzt da drüben? Oder? Ach, das ist so ein Chamäleon. Okay. Das hängt da ja auch mal nicht so richtig gut. Okay, kann ich das irgendwie... Kann ich jetzt noch nach oben gucken? Nee. Ich würde das Vier da gerne rausholen, aber ich weiß nicht. Okay. Ich... Was? Ach ja. Das war irgendwie grundlegend falsch. Dieses Spiel kriegt jetzt schon den PDWare Award 2014. Vielleicht auch 2008, ich bin mir nicht so sicher. Jetzt erst recht. Ich meine, hallo, kann ich Ihnen mir da von unten direkt hingucken? Also ich meine... Ne, nicht für... Na... mich ja jetzt nicht so richtig weiter. Ah, okay. Jetzt habe ich Bären und dann kann ich damit was machen? Kann ich die vielleicht ins Wasser schmeißen, zu der Angel? Ich würde ja auch gerne auf dem Stein da stehen bleiben, aber irgendwie geht das nicht. Ich jetzt einfach hier irgendwas machen. Ach, ich kann hier auf den Stein, okay. Dann kann ich da aber immer noch nichts Sinnvolles machen. Toll, jetzt habe ich... Clever. Irre. Das ist, Also irgendwie fickt das Spiel gerade extrem mein Gehirn. Hey, Schalterrätsel, wer konnte damit rechnen? Oh nein! Gleich nochmal. Haha.
tritt die ganze Maschine kaputt. Hallo? Wie, und jetzt geht's? Wollt ihr mich verarschen? Ist doch ein schlechter Scherz. Wer wohnt denn hier eigentlich im Pilzhaus? Zufällig Lexi oder so? Offensichtlich niemand von Belang. Auch gut. Dann. Hauptsache, wir treten dreimal gegen die Maschine und das war's. Hallo? Tja, da rollt der Stein weg und nu? Also so richtig weiter bringt mich das irgendwie alles nicht, ne? Kommt hier noch ein Stein raus? Natürlich, die endlose Steinfabrik. Vor allem kann ich dann auch nicht mehr nach unten gucken. So, hallo? Also das Ding rollt hier so lang und kommt dann... Ja, na toll. Okay, das kommt da so an, aber was habe ich denn davon? Das ralle ich irgendwie noch nicht so ganz. Kann ich hier? Ob das so clever war? Ach, jetzt komme ich da runter. Okay. Kommt mir doch jetzt bestimmt gleich ein Stein entgegen und kegelt mich weg, oder? Nein, das ist kein Stein. Klar, drück erstmal gegen die Nase. Ist schon okay. Okay, dann brauchen wir jetzt einen Stein, um das Ding wegzukegeln. Wäre zumindest so mein educated guess. Der größer geworden. Großartig. Und jetzt laufen wir das alles. Ah, gut, dass es überhaupt nicht umständlich gemacht ist oder so. Nein, nein. Naja, gut, was soll's. Ich mag den Zeichenstil irgendwie, auch wenn er jetzt nicht so super detailverliebt ist oder so. Irgendwie, hey, der Vogel ist weg. Kommt doch bestimmt nochmal wieder, oder? Ich würde sagen, hier passiert doch gleich noch irgendeine Scheiße. Zeig dir meinen Hintern, haha. Natürlich. Ne, nicht den Hasen knuddeln, du sollst... Das funktioniert natürlich. Steckt er immer noch drin. Immerhin haben sie ihn wieder hochgezogen. Jetzt würde ich ganz gerne... Ah, jetzt kann sie auf einmal auch beides tragen. Jetzt kriegen wir bestimmt
Motze, weil das so lange gedauert hat. Hurra, das war... Was? The end, goddammit. Okay. Ach, war ja eigentlich ganz knuffig. Ich finde, das kann man mal machen. Falls ihr auch Bock auf knuffigen Stuff habt, ne, Link und so, deep down below. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. War auch heute mal mehr ein Walkthrough, das relativ kurz war, als ein, hey, ich stelle euch das Spiel vor und ihr könnt dann selber ein bisschen weiter zocken. Aber hey, warum auch nicht? Und... ah, das war's wert. Manchmal bin ich ja schon leicht zufriedenzustellen. Auf jeden Fall gibt's morgen ein weiteres Adventure. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und macht's gut, haut rein und tschüss.